So, mal schauen, was wir jetzt machen können. Da piept irgendwas. Setting the power of the reactor to the initial capacity. Ready to launch. Alter, hat mich das wieder tierisch erschrocken. Okay, da ist jetzt gerade wieder hier den Knopf aufgegangen. Dann starten wir die Maschine mal. 3, 2, 1, go! Automated systems online. Das hört sich auch gut an. Power 5%. Pressure. Da öffnet sich ein Stargate, glaube ich. Core temperature 120 degrees Celsius. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Power 10%. Pressure 38 kilograms. Core temperature 215 degrees Celsius. Also es scheint so, dass sie wirklich jetzt den Reaktor hochfahren und die Temperatur auch immer ansteigt weiter. No synchronization in air pressure circuits detected. Manual adjustment required. Ja, warum soll es auch jetzt glatt laufen, nachdem ich das Ding da wieder aktiviert habe? Ja, da ist wieder eine Rundumleuchte an. Schauen wir mal hier drauf, da piept es nämlich. Air Contour 2 und 1 blinkt. Dann schauen wir mal. Wenigstens ist es nicht mehr dunkel jetzt hier. Das stimmt mich jetzt schon mal positiv. Schauen wir uns das mal an. Nicht, dass wir jetzt dabei sterben. Okay, sieht ziemlich instabil aus, das Ganze. So, mal schauen, was wir da hinten jetzt machen müssen. So, Luftdruck. Scheinen ja wahrscheinlich die Ventilatoren zu sein. Da gehen ja auch die Rohre hin. Da probieren wir mal, drücken wir mal hier jetzt. Und jetzt? Okay, hat nicht geholfen. Nur bedingt. Okay, da blinkt jetzt was gelb, aber sind nur Signale. Hier haben wir irgendwie Anzeigen. Wir haben hier einen Hebel. Oh, da leuchtet was grün. Probieren wir erstmal. Okay, auf der anderen Seite ist noch ein Hebel. Dann gucken wir mal, was da. Okay. Warte mal. Okay, man muss die irgendwie gleichzeitig. Weil, schaut mal, wenn ich jetzt hier. Geht immer die grüne Lampe aus. Das heißt, ich muss hier dann nachregeln irgendwie, auf der linken Seite dann auch. Damit ich die beide grün bekomme, wahrscheinlich. No synchronization in air pressure circuits detected. Manual adjustment required. Okay, den kann ich jetzt gar nicht mehr verstellen. Ich habe mal in die andere Richtung gedreht. Oh, jetzt geht der APN Express. Hört ihr? Aber wo muss ich hin? Oh, das war schwer. So, den habe ich jetzt. Den Punkt habe ich. Jetzt gucke ich, dass ich den rechten Punkt irgendwie erwische. Na ja, okay. Ich probiere es mal andersrum. Ich hole mir den Punkt jetzt mal. Und regel den dann nach. Ha! Okay, jetzt, also scheinbar sind es drei Stufen, die wir jetzt hier synchronisieren müssen. Probieren wir nochmal unser Glück. Wo haben wir den ersten Punkt? Rechts ist der, okay. Ja, Computer. Ich weiß. Ich probiere hier mein Bestes. Okay, ich glaube, wir haben gleich den Punkt, oder? Ne, ich kann hier nicht mehr nachregeln, schade. Dann muss ich in die andere Richtung gehen, so. Jetzt fahre ich rechts den wieder hoch und versuche den links zu halten. Ja, komm, komm, komm. Okay. Nächste Stufe.
Ist hier grün? Ach. Die scheint einfach zu sein. Komm, 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 komm. Jawoll. So, Luftdruck haben wir wieder. Mal schauen, was jetzt kommt. Also die großen Lampen gefallen mir. Die machen schönes Licht. Okay, da blinkt jetzt. Release Fuse. The pressure is stabilized. Setting the power of the reactor to the working capacity. Ich muss mich nochmal hier verdrehen, so. Was piept denn jetzt wieder? Pumpe 1, 2. Blinkt. Power 20%. Pressure 41 kilograms. Noch ist hier aber nichts. Temperature 290 degrees Celsius. 290 Grad. Also wir können uns langsam eine Pizza mitbringen und die dann da drin machen. Pressure 42 kilograms. Core temperature 310 degrees Celsius. Ich weiß nur nicht, ob es dann eine Steinofenpizza wird. Müssen wir mal schauen. Also das Piepen hat heißt nichts Gutes. Okay, das Teil haben wir alles noch. Attention. Automated systems failure. Manual adjustment of liquid sodium pumps okay. Is required. Panel P05. Core temperature 430 degrees. Okay, das ist irgendwie Pumpe ausgegangen. Bei mir im Bild ruckelt es jetzt. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so extrem zu sehen. Wenn ja, muss ich mich entschuldigen. So, was haben wir denn hier? Okay, da hat sich irgendwas getan. Versuchen wir hier. Ah, wir können die Säulen füllen. Und dann zumachen, okay. Also ich glaube, so könnte es funktionieren. Okay, die Seite ist grün. Wir versuchen alles noch. Komm, komm, komm. Nein. Oh, wir waren zu spät. Mist, okay. Schnell hin. Jetzt haben wir den langen Weg auch nicht mehr, also jetzt könnten wir es schaffen. Ah, es ist leicht laggy. Aber ich versuche das jetzt hier noch durchzuziehen. So, jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. Nee. Ist natürlich blöd, der sackt halt immer wieder ab, wenn man nicht schnell genug zumacht. So, da ist noch was drin. Ja, okay. Core temperature 830 degrees Celsius. Critical. Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Okay, gehen wir jetzt nochmal schnell hin. Cooling automated systems failure. Manual adjustment of liquid sodium pumps. So, jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. Dann können wir das mit Sicherheit relativ schnell machen. Komm, komm, komm. So, den haben wir. Na komm,
Boah, das ist aber ein schmaler Grat, wo wir hier schließen können. Wird aber nicht grün. Komisch. Nein. Mist. Okay, jetzt wissen wir ja, was zu tun ist. Schauen wir mal, ob wir das schnell hinkriegen. Liquid Sodium Pumps. Probieren wir. Okay, die ist grün. Das ist schon mal gut. Okay, 500 bis 900 darfst du gehen, dann ist für uns vorbei. Och. So. Du bist im grünen Bereich. Ich bin hier gerade ein bisschen an der Wand, aber... Füll dich, füll dich, füll dich. Okay. Alles gut. Okay, schnell wieder da oben hin. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Aber mehr haben wir ja auch nicht gesehen, mehrere Stationen. Also wir haben jetzt wirklich alle abgegrast, die wir auch eben entdeckt haben. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, wir holen schon mal das Teil hier raus. Schauen, ob da irgendwas kommt, was wir hier machen müssen. Das ist schon ziemlich laggy, seit die Pumpen hier in Störung gegangen sind. Im Headset sieht es ja immer schlimmer aus, von daher hoffe ich, dass das Video in Ordnung geht. Aktivieren jetzt hier mal. Oh, 80%, also wir haben fast 100 erreicht. Mineral leuchtet schön. Wow. Da geht's jetzt ab. 52 kilograms. Okay. Adjustment of alpha particle flow is required. Anpassung von Alpha-Partikelfluss erforderlich. C9 war doch hier, genau. Wollte ich gerade sagen. Particle Accelerator. Da leuchtet jetzt ein grünes Quadrat. Wow, wenn ich jetzt auf den Trigger drücke. Ah, ich kann hiermit schießen. Und lange kann ich aufladen. Die Waffe ist, schau mal. Aber das wird es jetzt nicht sein. Okay. Ah, guck mal, da oben ist irgendwas aufgegangen. Hier die Anleitung zeigt ja so ein bisschen, was man machen soll, muss. Also angestöpselt haben wir ja. Wir können das Ding drehen und dann sehen wir diese Strahlen. Und ich glaube, ja, die sehen wir auch jetzt hier. Dann halten wir einfach mal da drauf. Und drehen mal die Waffe oder was auch immer das sein soll. Ein X kommt jetzt da. Oh, da kommt was Rotes. Okay, das hat uns erwischt.
Okay, wir sind down. Jetzt probieren wir es anders. So, warte mal. Wir haben einen Schuss. Okay, ich versuche das jetzt einzustellen, das Quadrat. Und wenn diese roten Dinger da ankommen, dann versuche ich mal auf die zu schießen. Weil gerade habe ich versucht mit diesem Strahl, das ging nicht. Da kommt schon was. Ah, das hat geklappt. Okay, weiter einstellen. Ah, da kommt schon wieder was. Oh, das ist nervig. Weil die Waffe auch immer so lange braucht, um diesen Strahl zu erreichen. Komm, schieß! Oh, okay. Und wenn wir den 1er konfiguriert haben, ist jetzt der 2er dran, da wird uns ein X angezeigt. Okay. Da oben ist jetzt die 2. angegangen. Das probieren wir jetzt mal. Ein X war es, okay. Da kommt jetzt natürlich ein Viereck. Wir schießen wieder auf diese roten Bälle. Wow! Oh, jetzt kommen die noch viel schneller, oder was? Ja, das scheint so. Komm, wir müssen schnell noch ein bisschen einstellen, wenigstens. Puh, 3. 3, 3, 3. Ist ein Dreieck. Ja, passt auch. 3 ist ein Dreieck. Viereck, nein. Komm, Dreieck. Boah, ist das heftig. Komm. Ja, super. Okay, jetzt ist unser Kabel abgegangen. Ja. Ist genauso wie mit den VR-Brillen. Die hängen leider auch am Kabel. Ist mir zum Glück noch nie passiert, dass ich das Kabel rausgerissen habe. So, jetzt Dreieck, komm. Das wird jetzt ein bisschen nervig. Krieg ich denn auch nochmal Zeit, um hier was einzustellen? Ist das hart, Leute! So, weiter drehen. Komm, drehen, drehen, drehen. Oh, ich krieg einen langen Arm. Also der erste ist ja schon schwierig, aber wenn es bei 3 ist, ist es fast unmöglich zu schaffen. Accelerator number 1 is configured. Aber die springen auch noch, diese Mistviecher, ey. Komm. Jetzt aber. Accelerator number 2 is configured. Die Zeit von der Waffe aufzuladen könnte ein bisschen schneller sein, dann wird es ein bisschen einfacher wenigstens. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass hier schon Leute echt dran verzweifeln.
man wirklich diesen Einzelschuss für diese Dinger braucht und nicht diesen Strahl, ist es echt ein bisschen schwierig. Kriege ich denn gleich nochmal eine Phase, wo die nicht mehr kommen? Schnell, Tupac! Oh, eine vierte kommt ja auch noch. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Ach nee. Ach, das nervt, echt. Nicht schön gemacht, das Rätsel. Erstes Rätsel, was ich nicht gut finde. Accelerator number 3 is configured. Oh, mein Arm. Was müssen wir jetzt an 4 machen? Ein Kreis, okay. Ja, und das Ruckeln macht es echt schwierig, die direkt zu treffen. Komm, komm, komm. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Zeit gehabt, um mal zu drehen. Lass mich noch mal drehen. Haben wenigstens auch nicht gehört. Schnell. Attention. Power outage failure at accelerator number 4. Ach, noch ein Rätsel. Okay, aber wir haben uns abgestöpselt. Schnell mal schauen, was da ist. Power Failure. Oh, das sieht echt übel aus. Komm! Okay. Ich kann nicht mehr in den Rucksack. Ja, wir versuchen reinzugehen, oder? Ich muss mich nochmal zur Kamera drehen. So. Go! Wow! Hi! Max? Ich bin's, Max. Are you alright? Ja? Can you hear me? Ja, ich kann dich hören. It's me, Valerie. Ich kann mich nicht bewegen, Leute. Rough night, huh? I have a terrible headache. Die hat doch den Brief geschrieben am Zelt. How do you feel? Is everything okay? Alles noch in Ordnung. Hey, Max. I wanted to ask you just one thing. Would you do that for me? Was denn? Can you turn the music down? The music! Please turn it down! Max, can you turn... Wow, was ist das? What if we can make... What if we can make... That I want... Max, what if we can make... Cool. hello? Wow. Yeah. God damn it, Max. Wait. Could you hold the wheel straight until I find my guitar strings? Oh. What? Yeah. What the fuck are they? Sure. Wir können wirklich hier jetzt fahren? Come on. Oder? Nee, lenken nicht wirklich, oder? Das ist automatisch. Yeah. Aber okay. It's gonna be fine, Mom. Grandpa's dacha will be safe. It's just me, Tony, and Max. What's the worst that could happen? Yes, I remember, Mom. We'll take the right turn to Volna Village after the factory. Okay. Hold on. Straßensperre? There's some guy on the road. Hi. Good day, sir.
I am sorry, but you will have to turn around. The road is closed. You gotta be shitting me. Excuse me, sir? What did you say? Nothing, officer. I'll be leaving in just a minute. You, stay inside the vehicle. I can't believe this. Ich now we have to turn around? Shit, we're gonna get there by night. Chill out, Tony. Can we just keep our asses dry? Also, Tony ist scheinbar hinter dieser... Wow. Hinter dieser Gardine, wollte ich gerade sagen. Oder Vorhang. Da geht's aber ab. Valerie sieht nett gemacht aus. Find out what the in next episode pros. Ja, jetzt sehen wir nochmal quasi den Abspann von Episode 1. Also wenn es mal ein deutsches Voice-Over gibt, würde ich mich zur Verfügung stellen, das zu sprechen. Hätte ich echt mal Spaß dran. Ja, Valerie, da guckst du, ne? Thank you for playing. Ja, ich würde sagen, da das echt die Abspann der ersten Episode ist, sehen wir uns gleich nochmal wieder und dann gibt es ein kleines Fazit von dem Game jetzt hier. Bis gleich. Ja, Leute, das war Episode 1 von Prodigy Enlightenment und ja, wie fandet ihr das Ende jetzt oder das gesamte Spiel? Das würde mich natürlich auch interessieren. Könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben, wie ihr ja entweder die Videos jetzt fandet, die Let's Play-Reihe, oder wenn ihr es selber gespielt habt, wie findet ihr das Spiel? Das würde mich echt interessieren. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Also, meiner Meinung nach, eins der besten VR-Adventure-Games, besonders 2019. Ja, gut, ist natürlich nicht so viel erschienen 2019, was Adventure angeht. Aber trotzdem, also das reiht sich definitiv unter den Top 3 ein, meiner Meinung nach. Da gibt es ja noch Call of the Starseed und ja, Red Matter, die waren natürlich sehr genial, aber das gehört definitiv auch dazu und mir hat es tierisch gefallen. Klar, das Spiel hat Ecken und Kanten, es ist nicht perfekt, aber man muss auch sehen, die Leute haben mit 2 Personen angefangen, das Spiel zu entwickeln, sind am Ende jetzt, glaube ich, 4, habe ich letztens hier auf der Steam-Seite gelesen, und das für 4 Leute echt eine super Leistung, echt top. Also da kann ich echt nichts sagen, weil ich muss sehen, ist es jetzt ein AAA-Entwickler, der hier so ein Spiel raushaut, oder ist es echt ein Indie-Team? Und das ist ein Indie-Team. Und das finde ich klasse. Und ja, das Spiel kostet jetzt, also regulär 17,49 die Episode 1. Und jetzt im Angebot 15,74 €. Und ich finde für die Spieldauer echt nicht zu viel. Also ich habe echt Spaß dran gehabt. Ich habe es auch lange gezockt. Und es gibt da echt viel zu entdecken. Also dieses Anfangslevel. Gut, in der Garage ist jetzt nicht so weitläufig, aber dann, wenn wir nachher im Wald sind, da gibt es echt viel zu sehen, finde ich, und man kann da echt viel, viel entdecken. Und von daher ist es meiner Meinung nach nicht zu teuer. Man kann es aber auch so sehen, dass man den Spieleentwickler hier auch ein bisschen unterstützt damit, für ein richtig gutes Adventure-Game, was aber nicht perfekt ist. Also es muss dann noch gepatcht werden, aber da kommen auch ständig Patches raus. Also ich denke mal, das wird echt ein richtig gutes Game am Ende, wenn es denn wirklich alles gefixt wurde. So. Also ich habe jetzt einen großen Bug gehabt mit der Release-Version jetzt. Am Ende, wenn die Pumpen in Störung gehen, dann fängt es an zu laggen. Und das haben die schon verbessert, aber es muss echt noch besser werden. Ich habe da echt noch ein paar Probleme. Das trifft nicht auf alle Spieler zu. Es sind nur ein paar, die da Probleme haben. Von daher muss man abwarten, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Die sind da aber dran, also es kommt auch gleich. Ich habe eben noch eine Meldung gekriegt vom Entwickler. Es kommt gleich sogar noch ein Patch raus. Den werde ich dann auch nochmal testen und schauen, ob es dann wirklich besser ist. Ja, es könnte auch besser sein vom Körper her. Also die Arme sind ja irgendwo hier.
Die Hände backen so ein bisschen raus. Gut. Also ich kann es verschmerzen. Es gibt Leute, die es nicht können. Aber wie gesagt, an alle Adventure-Fans da draußen, das ist echt ein Titel, den ihr euch anschauen solltet. Und auch von der Story her, mich hat das direkt gepackt. Und ich spiele nicht oft Spiele komplett durch, besonders nicht in so kurzer Zeit, wie ich die dann hier durchgeprügelt habe, die Teile. Aber das hat mir echt Spaß gemacht und das wollte ich auch bis zum Ende spielen. Und ich werde auch Episode 2 bis zum Ende spielen. Und da bin ich echt gespannt, wo es jetzt storymäßig auch hingeht. Am Ende war man ja dann, ja, meiner Meinung nach wieder in der Vergangenheit, weil wir sind ja erst in diese Maschine reingegangen. Dann kam diese Valerie wieder davor, ob es jetzt auch ein Flashback war oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als man dann in den VW-Bus saß, war es dann wieder ein Flashback, da bin ich mir sicher. Ja, und dann sind wir an der T-Kreuzung und dann endet das Spiel und ich bin echt gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich hoffe, euch hat die Spielereihe hier gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wer noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Und ja, die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschalten. Ciao.